19, wir sind jetzt im Zoo Görlitz. Das sind Mungos. Wir sind hier direkt drin im Gehege. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass man direkt in ein Gehege reingehen kann. Jetzt guckt sie in die andere Richtung. Guck her, jawohl, so. Manul heißt das Tier. Wo ist es denn jetzt? Jetzt habe ich es verloren. Ach, da sitzt sie drin im Graben. Die muss man halt. Ja. Der Schwanz bewegt sich zu doll, die muss man. Ich habe hinter die.
Die so oft dabei. Ja, die Tiere kennt er bestimmt. Die sind hier auch im Zoo. Viel haben wir noch nie gesehen vom Zoo. Das ist jetzt hier nur ein kurzer Ausschnitt. Auch guck mal da oben. Kriege ich die jetzt rein hier? Ah, ich kann jetzt nicht. Die stehen da auf dem Dach und kämpfen. Jetzt Eintritt kostet das ungefähr 10 Euro, also weniger wie ein Zehner, weil ich habe 19,80 für zwei Personen bezahlt, also das ist weniger wie ein Zehner, wie genau, das ist ja jetzt egal, das ist auch nicht so wichtig. Es macht auf jeden Fall Spaß bis jetzt, vor allem weil man mal da in das Vogelgehege direkt rein konnte. Na. Das ist außergewöhnlich beim Zoo, dass man da... Und ich habe gehört, hier gibt es ja irgendwo eine Abteilung, wo man noch direkten Kontakt zu Tiere hat, aber wo man die so eine Art Streichelgehege, da muss man mal schauen, ob ich das noch finde. Das sind Gänsegeier. Das kommt jetzt hier auf dem Video gar nicht so raus, aber die sind ziemlich groß. Ich schätze mal einen halben Meter groß. Ja, guck mal an. Und die anderen, die stehen da oben und kämpfen. Die fechten gerade einen kleinen Streit aus, dass da keiner runterfällt. Das muss man von oben anschauen, da müssen wir mal anders. Na, wer liegt denn da faul rum? Gehen wir mal langsam dran vorbei. Für die Tiere ist doch der Zaun hier viel zu niedrig. Die springen doch da locker drüber. Da hinten sind noch mehr. Die da nicht runterfallen, wenn sie kämpfen. Guck an. Schade, das ist nur eine Figur. Das Hausschwein, da sind sie drin. Aber die dürfen nicht raus. Da sitzen sie drin, die Schweine. Aber ich kann kein Video machen wegen dem Fenster. Das ist das mit der Sonne, das wird nichts. Ah, komm her, na komm.
Da bist du ja. Hier steht ein Kamel. Was sind das eigentlich für Tiere, die da bei dem Kamel dabei stehen? Das ist eine Art Kühe oder wie? Jetzt muss ich kleiner machen, weil ich stehe direkt davor. Ja, magst du nicht. Das hat jetzt nichts direkt mit Tieren zu tun. Das ist irgendwie eine Aufstellung über Tibet. Ja, ein Schlafzimmer. Tibet. Die weltliche und die geistliche Macht Tibets. Wer Tibet heute auf einem Globus sucht, findet das Land im Westen Chinas, angrenzend an Indien, Nepal und Bhutan. Tibet-Schwein. Da kommt noch ein kleines. Thank you.
Dann kann man auch wieder direkt reingehen hier. Sind das nun Schimpansen? Genau, kenne mich jetzt nicht aus mit den Affen. Oh, der Fisch. So ein schöner Fisch. Und dort entdecke ich eine Schildkröte. Wo ist sie denn? Auf dem Video, auf dem Bild sehe ich es nicht, aber im Original sehe ich sie dort. Dort im Wasser, neben dem Fisch. Ja, dort ist jetzt eine draußen. Und hier ist wieder so ein großer Fisch.
Und da oben sind die Störche, da sind wir gekommen vorhin. Ja, das ist hier eine Kombination aus Zoo und Erlebnispark. Man kann in einige Vogelkäfige direkt reingehen, man kann Tiere streicheln, man kann dann gibt es da noch so Kletterburgen für die Kinder. Sehen tue ich hier aber keinen Waschbären. Wer weiß, wo der sich wieder versteckt. Und jetzt sind wir wieder an dem Gehege, wo vorhin da oben die Tiere gekämpft haben. Damit hatten wir jetzt den Rundgang soweit beendet. Wir sind dann da oben rum und da hinten rum und da war viel interessante Sachen. War schön hier, auch erholsam hier der Spaziergang durch das Waldstück. Man möchte gar nicht glauben, dass wir hier mitten in der Stadt sind. Ja, und wenn ihr mal in Görlitz seid, fahrt da mal hin, schaut es euch an. Es lohnt sich. Ist auf alle Fälle den Eintrittspreis wert. Man hat einen schönen Dach, sieht ein paar Tiere. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.